Bonsoir, da bin ich wieder. Ich mache diesmal einen Vlog, obwohl ich gesagt habe, dass ich keine Vlogs mehr mache, weil ich das ja normalerweise in Let's Plays unterbringen wollte, weil ich mir dachte, dass die vielleicht ein bisschen spannender zu beobachten sind. Das Problem ist, ich bin gerade nicht zu Hause. Ich bin nämlich, wie ich eben durch meine Begrüßung schon angedeutet habe, in Frankreich. Ich mache nämlich Urlaubsvertretung, weil die Firma, für die ich arbeite, hier auch eine Zweigstelle sozusagen hat. Und die französischen Kollegen machen jetzt Urlaub, der erste für 2 Wochen, der zweite dann für 2 Wochen und ich bleibe dann für einen Monat ungefähr hier und fülle die Lücke sozusagen. Und es ist ganz witzig, ich habe im Leben nie damit gerechnet, nach Frankreich zu kommen. Es ist jetzt schon das zweite Mal, weil ich war ja im Frühjahr auch schon mal kurz verschollen. Da habe ich auch schon mal Urlaubsvertretung gemacht und war hier. Das war so die Eingewöhnungsphase sozusagen. Naja, und jetzt bin ich halt wieder da. Und es ist ganz witzig. Je dois apprendre français parce que mon collègue ne peut parler anglais, ja, ich glaube so, und ja, ich bin jetzt gezwungen, mich da irgendwie durchzuwursteln, was aber ganz gut ist, so peu à peu kriegt man das hin. Grammatik ist natürlich total gruselig, wenn man nicht irgendwie wenigstens ein Buch zur Hand hat, wo das drin steht. Nein, ich muss immer jede einzelne Verbform irgendwie bei Leo nachgucken in der Flexionstabelle. Das ist total nervig. Und weiß nicht, das Einkaufen gehen beim Bäcker ist ein Abenteuer, aber die Evolution des Französischen ist schon ganz witzig. Von Je veux baguette zu Je veux trebien. Je veux très bien acheter une baguette, s'il vous plaît. Das hat ungefähr 4 Zwischenschritte gebraucht, bis ich das hingekriegt habe, aber ich kann es mittlerweile, ist ganz cool. Und ja, ansonsten, genau, Vlog. Ich sollte Informationen rüberbringen. Information 1, weil ich in Frankreich bin, habe ich Drama, 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 keine Tafel. Das heißt, ich werde trotzdem Videos machen, aber auf Papier. Aber das kennen wir schon, habe ich ja schon öfters mal gemacht. Und die zweite Neuigkeit ist, dass ich eine Qualitätsoffensive machen möchte, weil noch nicht alle meiner Videos irgendwie einen Untertitel haben oder eine Videobeschreibung. Ist manchmal vielleicht ganz sinnvoll, wenn man einen Sprachkurs hat, dass man dann auch die entsprechenden Schriftzeichen und Vokabeln dazu hat. Und das dritte ist, weil ich ja letztes Jahr in China war und enorm viel aufgenommen habe, aber ich es immer noch nicht geschafft habe, das hochzuladen, werde ich das jetzt machen. Weil ich jetzt auch eine Bildbearbeitungs- oder Videobearbeitungssoftware habe und das vernünftig hinkriegen kann. Und genau, also Qualitätsoffensive, es gibt erstmal mehr Material und zweitens mal, es gibt Videoinformationen zu dem Material, was es gibt. Und drittens mal, ich stecke gerade irgendwo in der Provence. So viel dazu. Ja, genau, ihr wisst Bescheid. Das wollte ich eigentlich nur kurz sagen und au revoir.